Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu CSGO. Wer hätte das gedacht, war, dass es hier tatsächlich irgendwann mit mir und CSGO noch was wird? Aber tatsächlich habe ich zurzeit ziemlich viel Bock auf das Game. Und diese Folge ist einfach nur als Frage an euch gerichtet: Wollt ihr sowas sehen? Dazu muss ich sagen, ich bin ziemlich Pfeife in CSGO und kann sehr, sehr wenig. Dementsprechend ist das wahrscheinlich nicht das schönst anzusehendste, was man sich überhaupt geben kann. Generell ist das Niveau auch grauenhaft, denn ich bin irgendwie Silber 2 oder sowas. Bedeutet das, ja. To be honest, das Niveau ist generell einfach erbärmlich. Was auch bedeutet, naja, dass ihr ganz viele Situationen sehen werdet, wo Leute überhaupt nichts treffen und ein komplettes Magazin wegkreuzen. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Na gut, ich bin ein lebendes Ziel für die Leute, das ist doch auch mal was Schönes. Ja, generell habe ich allerdings die Möglichkeit, mit sehr vielen Leuten aus der Szene auch was zu machen. Das heißt tatsächlich, wenn ihr Bock drauf habt, dann könnte ich mich mit Sonics und Co. tatsächlich hinsetzen und versuchen, besser in diesem Spiel zu werden, weil bis hierhin ist es mehr oder minder erbärmlich. Ich habe lange überlegt, ob man sowas überhaupt hochladen darf, weil ich meine, das ist schon eher traurig. Oh, was machst du denn hier? So ein Bot war. Und das andere wäre auch sehr merkwürdig gewesen. So schlecht sind die Leute dann hier doch nicht, wenngleich sie wirklich, wirklich nicht gut sind. Ja, da steckt garantiert wieder jemand mit der Arbe, ne? Puff. Puff. Ja, die Bots sind irgendwie ganz weird in dem Game. Also, ich meine, in der Theorie ist es ja ganz cool, dass es mit Bots aufgefüllt wird. In der Praxis ist das meistens doch eher awkward. Upsi, den habe ich gar nicht gesehen. Weil sie sehr, sehr schlecht sind. Ich habe bis jetzt allerdings noch nicht eine Runde gespielt, wo am Ende nicht alle. Wow, okay. Das war witzig. Wo am Ende nicht beide Teams einen Bot hatten. Weil es irgendwie zum guten Ton dazu gehört, die Leute irgendwann zu bannen, beziehungsweise zu vote-kicken. Oh, das war bad. Ja, ich bin, glaube ich, nicht der geborene AWP-Spieler. Ich habe früher viel CSS gespielt. Also viel heißt irgendwie 1000 Stunden oder so. Ja, okay. Ich dachte, hier wäre noch jemand. Aua, da war auch noch jemand. Und habe da tatsächlich ein bisschen Erfahrung sammeln können. Ich habe ausschließlich das 2 gespielt, was allerdings ja nicht unbedingt ein Nachteil ist, weil das 2 kann ich ja zocken. Also, zumindest habe ich bis jetzt immer ein Game gefunden. Es dauert allerdings mitunter ein bisschen länger. What the fuck? Wie habe ich den denn nicht gehittet? Ich bin halt wirklich nicht gut in dem Game, ne? Aber ich hab's ja gecallt. Ja, ansonsten, wie gesagt, das hier wäre auch so der Referenzwert für, wenn ich tatsächlich gecoacht werden würde, um zu gucken, wie viel besser ich geworden bin. Das würde man halt am ehesten daran sehen, wenn man zurück zu diesem Game guckt und dann sieht, oh mein Gott, damals war ja noch richtig Kacke, ey, ich kann auch Sachen wegschmeißen, ich bin auch cool. Ja, ansonsten habe ich hier waffenmäßig bin ich ziemlich bad. Ich kann mit der AK ganz gut umgehen. Ansonsten greife ich relativ oft zur P90 einfach, weil ich hier immer noch die falsche MP ausgewählt habe. Ich kenne nur die alte mit Schalldämpfer und die kann ich irgendwie, habe ich nicht ausgewählt. Man kann da ja wechseln. Ansonsten habe ich ab und zu auch ein bisschen versucht, mit Shotguns zum Erfolg zu kommen, was jetzt so mittelmäßig gut war. Denkt mal, die Russian B, ne? Die wahrscheinlich immer B. Ich muss sagen, ich habe schon so meine Problemchen mit der Minimap. One, no, no, no. Die Pistol Rounds liegen mir gewöhnlich ein bisschen, weil Grundaim einfach vorhanden ist. Info. Uff. There we go. Ja, da war doch ein schöner Anfang, ne? Mit der Waffe kann ich ein bisschen was. Das ist schon mal schön. Dummerweise braucht man die später seltener. Wir greifen einfach zur P90. Russian Short durch. Wenn die lang gehen, kommen wir von hinten. Holen uns die Kills. Das Niveau ist so bad, dass ich das Gefühl habe, relativ oft kann ich Leute sogar out-aim, was pretty insane ist. Ansonsten probiere ich die ganze Zeit so ein. Ich glaube, man nennt das eigentlich Lurker. One more mid, please. 4A ist vielleicht doch ein bisschen sehr viel. Wenn die gut sind, wissen die, dass ich komme. Scheiße. Ich hätte zumindest die Flash nutzen sollen, wenn ich doch schon weiß, dass sie wissen, dass ich komme. Generell ist es so, dass hier nie nach Taktik gespielt wird. Sowas werdet ihr öfter sehen. Sowas vielleicht auch.
Was hat er vor? Oh mein Gott. Ei. Ja, wie gesagt, ne? Aim ist so eine Sache bei uns. Probably B. Go B, please. Oh, never mind. Insane. Oh, zweiter MVP. Gibt's ja gar nicht. Wie habe ich denn das geschafft? Okay, der Start hat tatsächlich in der Ecke, damit hätte ich niemals gerechnet. Es wurden 250 Schüsse abge... Also, es ist, als würde das Spiel sich auch über uns lustig machen, ne? Soll ich die Waffe jetzt mal nehmen? Nee, komm, wir gehen für die Auge. Ich habe das Gefühl, damit kann ich wenigstens ein bisschen was machen. Ich würde jetzt B gehen, weil ich habe das Gefühl, keiner von uns geht B und das könnte problematisch werden. Auf lange Sicht. Haben wir jemanden, der nur die gespielt? Habe ich das richtig gesehen? Das war so bad. Ich weiß nicht mal, ich wollte ja B gehen. Habe ich mich kurz entschlossen, dann doch vielleicht über Cutters zu gehen. Cutters. Den Leuten ein bisschen Infos zu geben, ist relativ wichtig, weil keiner von uns kann die Minimap nehmen. Die Minimap dreht sich relativ witzig, wenn man... Oh nein, er rennt rein. Ja, wie gesagt, man spielt hier nicht mit Taktik, ne? Oh mein Gott, er nimmt einfach beide. Okay, never mind, er ist einfach... Er ist King. Das heißt, auch wenn die Bombe liegt und so, wir werden immer jagen gehen. Also niemand hier bleibt auf dem Spot. Wir versuchen alle zu rushen. Was dazu führt, dass ich gucke ein bisschen Competitive Counter-Strike, nicht so viel, aber wenn Big spielt, schaue ich gerne mal rein. Kann man sich gut geben. Ich finde Random Cast sehr, sehr witzig. Knochen natürlich eine absolute Legende. Und sowas passiert oft. Generell ist es wohl so auf der Map, zumindest so, was ich aus den Cars rausgehört habe, dass aktuell ein bisschen mehr T-Heavy ist, weil der Retake auf B zum Beispiel so schwer ist. Das war früher wohl nicht unbedingt der Fall. Die Map wurde ja auch ein bisschen überarbeitet. Ja, das passiert öfter. Jetzt greift er zu Deagle. Ja, der wiederum hat eine Shotgun, schafft das allerdings auch nicht. Der Typ mit der Scout kann tatsächlich aim. Trotzdem Baba. Das wird natürlich dann vor allem für uns gefährlich, wenn wir später tatsächlich Aave gehen wollen. Ja, sowas ist normal. Also hier zielt man auch nicht, ne? Hier wird auch schön im Laufen geschossen. Ins Loch reingehen, auch gar nicht gewollt. Ja, schade, ne? Das hat dieser Otzenbaba ganz gut gemacht hier. Zwei Kills geholt, Bombe gelegt. Ich habe irgendwie gar kein Money. Ist die Frage, was wir da machen, ne? Ich weiß es gar nicht. Man, achso, wir spielen auch nie Echo, ne? Hier wird immer komplett gekauft. Ich warte einfach, bis einer stirbt. Und nimmt dann seine Waffe. Und jetzt chillen wir einfach, ne? Fühlt sich stark nach B an. Da wird einer sterben, dann habe ich eine Waffe. Kommen beide raus. Selten ein gutes Zeichen. One-Shot. Mit Double Door, Double Door. Hallo? Habe ich noch einen gemacht? Nee. Ah, ich hätte tatsächlich schießen sollen. Ich dachte, wenn ich der Letzte bin, muss ich länger warten. Ich glaube, das ist in der Theorie auch richtig. Maybe we should go Echo. Na gut. Ich werde wieder einfach der Kevlar kaufen, damit ich, falls hier jemand früh eine Waffe droppt. Ich verstehe die Sprache nicht. I'm really sorry. Haha. Ist man auf B gestorben, ne? Kit aufgesammelt, das ist schon mal cool. Okay.
Problem ist. Shit, ey. Okay, mit der Waffe habe ich noch nie gespielt. Das hat man ein bisschen gemerkt, glaube ich. Na gut, wir haben jetzt wieder Money. Das heißt, wir werden kaufen. Die Frage ist, was? Der Aug war jetzt eben, die Runde war ziemlich wasted, weil wir instant gestorben sind, ne? Von unseren 5 Kills am Anfang haben wir relativ wenig rausgenommen. Generell ist es auch so, dass dieser Verlierer-Bonus hier mega worth ist. So. Also, wenn man öfter verliert, kriegt man mehr Geld, wenn man verliert. Und es ist mega gut, weil wir ja jede Runde kaufen. Weil jeder Mensch jede Runde kauft. Zwei Leute von uns sind jetzt eher auf K. Ich würde das gerne mal langsamer spielen. Aber die rushen schon wieder auf B. Was ist die Bombe? Die leuchtet immer so, ne? Fucking idiot, go kick him. Go kick him, Pips. Go kick him. Go kick him, Pips. Yes. War das bad? Alter, was labert der? Warum faced er den denn jetzt? Hä? Ich dachte, der guckt jetzt da. Bisschen weirder Spot, ich glaube, ist fein. Minute, Minute. Scheiße, ey. Ah, ich hätte wahrscheinlich doch nach hinten gucken sollen, aber ich war mir nicht sicher und ich wollte ihn da nicht face, bitte auch gegen die AWP. Weil der Schuss da doch relativ simpel ist für ihn. Aber was wir jetzt machen, ist, wir gehen für die P90 und Russian Short durch. Ah. 8-5 ist auch nicht gut. Aber es wird ja auch echt schwer quasi, hier vernünftig zu sehen, wo ich hin muss. Ich meine, dass er da mit der Arve nicht weitergeht, das hätte ich mir tatsächlich denken können. Ja, aus irgendwelchen Gründen sind schon wieder Leute mad aufeinander. Leute kicken zu wollen, ist ziemlich Standard hier. Sehr schön. Oh. Ah, diese Heart Attack Moments, Alter. Da haben zwei Leute eine AWP gehabt und einen dritten auch noch. Naja, das ist auch relativ normal. Er schießt auf den Mate. Hallo. Alter. 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 Oh mein Gott. Ja, das passiert hier schon mal. Dieses Short durchrushen, muss ich sagen, ist sehr erfolgreich für mich bis jetzt gewesen. Und es wird immer so sein, dass quasi dann alle von uns irgendwann auf dem T-Spawn sind. Help, please. Da. Oh mein Gott. Er hat ihn gesehen. Okay, okay. We got it, we got it. Okay, wir haben die Runde gewonnen. Das ist schon mal sehr cool. Die Gegner hatten alle eine AWP. Das heißt, später werden die das auch alle haben. Irgendwann spielen ja übrigens auch alle. Ich habe übrigens auch keine Blankgranate geworfen. Es fällt mir generell super schwer, die Utility zu nutzen. Gerade in diesen Repicken wäre es ja zumindest halbwegs sinnvoll. Aber das fällt mir doch eher schwer, wie gesagt. Einen Short wieder durchzulöschen werde ich nicht machen. Ich werde einfach lang rein sprinten. Und damit der P90 draufhalten. Okay. Da war auf jeden Fall die Bombe. Da steht immer noch eine Ave. Ha, ich hätte wahrscheinlich rausgehen sollen und wenn, muss ich wahrscheinlich danach nach rechts laufen, weil der wird ja ziemlich mittig auf diesen Punkt da gucken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hi. Manchmal habe ich echt das Gefühl, ich bin der. Wirklich, sein Teammate hat es assistiert. Oh Gott.
Ich meine, das waren 6 Schüsse, davon war keiner drauf. B. Ja, den Retake werden die nicht schaffen. Die hocken da wieder mit 2 AWPs. Generell, auf dem Niveau kauft jeder eine AWE. So, aber es kann oder nicht, ist völlig egal. Irgendwann kaufst du einfach eine AWE oder nimmst eine AWE, weil das Ding ja auch immer 700 AWEs rum. AWEs? Oh Gott. Schuss Nummer 7. Okay. Er hat ihn jetzt nicht mal mehr gesehen. Haben wir ein Diffuse-Kit? Sehr nice. Das war close, aber wir haben es geholt. 10-7 sind keine guten Stats. Aktuell mache ich meistens so 30er-Runden. Alles drunter ist bad, alles drüber ist gut. Dadurch, dass ich allerdings 3 in der Pistol-Round schon hatte, hatte ich mir hier natürlich ein bisschen mehr erhofft. Wir spielen das wieder so, dass ich mich short hinstelle, aber diesmal warte ich wirklich, dass sie reinlaufen. Das passiert tatsächlich. Ich habe wieder eine Flash gekauft. Ich glaube, ich kann einfach aufhören, Granaten zu kaufen, bis ich weiß, wie man sie spielt. One more long, please. Ui. Kobi. Das ist jetzt natürlich awkward. Uff. Ach du Scheiße. Ich werde meine Waffe saven. Den da oben noch killen. Ich höre die ganze Zeit Steps, aber ich glaube, es sind meine eigenen. Schade, hätte ich gerne auch mitgenommen. Jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, ob man das hier nachkauft. Ich glaube tatsächlich nicht. Wenn ich da am Ende noch sterbe, ist das mega kacke, weil dann kriege ich gar kein Geld. Aber es ist ja für ihn auch so. Ja, ich habe halt einen leichten Kill bekommen. Den zweiten habe ich schon super lang für gebraucht, aber der hat mich gar nicht getötet. Ich hatte immer noch irgendwie 86. Ich werde mich lang hinter die Tür hocken. Die sind allerdings lang noch nie gekommen und die haben jetzt auch alle wieder AWPs. Der hat auch eine AWP. Autsch. Ist wieder B. Oh. Lol. Oh. Du sagte. Nicht so schön. Ich würde mal B gehen. Ich habe das Gefühl, dass wir jede Runde das Ganze über B verlieren. Relativ egal, was ich auf A mache. Ich nehme mal die 5-7 mit, falls da Dinge schief gehen sollten. I go B this time. Drop, please. Someone more A, please. Ich glaube, ich werde den nichts droppen. Also generell wäre das natürlich sinnvoll, aber... Please. Die Scar wird übrigens auch noch irgendwann reinkommen. Also alle gehen hier Scar irgendwann. Okay, drop. Warum sind jetzt alle B? Och Mann. Go. Das ist sogar eine sinnvolle Smoke. Oh Gott. Kommt er nicht hoch? Oh shit.
die muss ich machen. Kann ich im Jump schießen? Weiß nicht, der kann ja nicht. Ah. Och Mann. Och Mann. Safe. Von wo? Huh! Okay, das war kritisch auf jeden Fall. Vielleicht hätte ich hier doch mal eine Flash gebraucht. Ja, wir kaufen das jetzt einfach nach, weil ich nicht weiß, ob er das braucht oder nicht. Ich kann mich wieder da B hinstellen. Okay. Ich denke, ich muss... 2B, 3, 1. Ich denke, ich muss wahrscheinlich... Komm ich. Ich denke, ich muss einfach dann gehen, wenn... der Rest schon gemoved ist. Scheiße. Ich hab noch einen Versuch. Weiß jetzt auch nicht, wie man das spielt. Bomba B, Bombi, Bombi. BB. Nice. Okay, das hat funktioniert. Keine Ahnung. Ja, ich hab da ein bisschen lang gebraucht, ne? Ich hätte da 3 machen sollen. Hab's allerdings nicht hinbekommen. Vielleicht nehme ich mal so eine. Die hier mit. Ich hatte aber gerade auch schon wieder keine Flash mehr, als ich sie brauchte. Weil ich schon mal keine gekauft habe. Ich werde wieder als letzter moven, um adaptieren zu können, was der Rest hier vorhat. Schau mal, gehen wir jetzt. Oh man. Nicht, dass die nochmal lang gehen, aber who knows. Ich werde auf jeden Fall mal die Arme rein. Jetzt sind wir auf einmal 3A. Oh, ist echt ein bisschen ätzend. Jetzt verschieben wir Mitte weg. Er pusht da natürlich rein. Wie sich das gehört auf dem Niveau. Kann einer von Mitte kommen? Er lebt noch. Hm. Ja gut. Ich bin jetzt 4 Runden nicht gestorben, aber ich habe auch 4 Runden lang nicht so viel gerissen. Das ist jetzt ein bisschen weird. Wir haben halt nicht so eine richtige Ausstellung, ne? Wer wohin geht. Das ist ein bisschen schwer dadurch. Ich könnte natürlich auch mit der Awe Mitte gehen, das wäre so der Klassiker, aber ich glaube, ich bin nicht so gut mit der Awe. Ich glaube, ich würde einfach weggeamt werden. Ich gehe lieber für so einen einfachen Frag, weil die manchmal halt reinlaufen, ohne zu flashen. Jetzt sind wir auf einmal wieder 2A. Also wären wir 3A mit mir. Sind die Short durch. Weiß nicht, vielleicht komme ich hier. Schnell so eine kleine Suicide-Nummer, die ich hier veranstaltet habe. Ich glaube, wenn der Short hat, soll ich mich hier hinhocken. Oh, den sollte ich natürlich machen. Oh, ich bin so bad, Alter. Der hat natürlich die Scar, das heißt, der kann da ein bisschen einfacher hitten, aber ist trotzdem super bad von mir. Oh, ich habe noch eine Flash, kommt schon mal einfach eine Flash werfen, aber in solchen Situationen muss ich sagen, statt einfach doppelt zu zoomen, bin ich halt leider dumm, ne? Nice. Was macht der denn da? Не пукай, ядрай. Не fucking. Ich weiß auch gar nicht, welche Sprache die sprechen. Man sagt immer Russisch. Oh. Er checkt gar nicht hinter sich, Alter. Ich hätte so Schiss, dass er da schon links um die Ecke ist.
Guess it's B. Shut up. Himjet. Wunderbar. Okay, ich werde jetzt auch einfach für eine Ska gehen, weil ich habe so viel Geld, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich hätte die Leuten wahrscheinlich zwischendurch einfach was droppen sollen. Last round, it's Ska round. Ah, nehmen wir mit, ne? Nicht, dass ich das werfen würde. Ich werde jetzt einfach... Werde ich einfach B werden, oder? Die B in beide A? Natürlich. Mal Short hier zu machen. Ich glaube, ich sollte mich eher nicht bewegen. Ah, oh, ich habe ihn nicht gesehen. Habe noch einen Hit gegeben. Das heißt, der sollte relativ easy sein. Wunderbar. Ja, 19-9 ist, glaube ich, good half. Ne? Hier kann man aber schreiben. Good half. Ne? Habe ich ja gelernt. Das kann man machen. Ja, die drei MVPs waren aus den ersten Runden. Danach habe ich tatsächlich keine Runde mehr irgendwie hart geklatscht oder so. Es war trotzdem fine, I guess. Rush long. Short, okay, short. Short. Er ist einfach, er klingt, als wäre er 12, ne? Ist das Spiel ab 12? Darf man das mit 12 spielen? I don't know. Dieser Otzenbauer, wo ich dachte, der hätte Aim, ist gar nicht so gut. Das ist nicht short, das ist lang. Middle. War short? Wow. Zumindest noch 6 Hits. War nicht einer direkt hinter uns? Ja, war er. Oh mein Gott. Oh, war das bad. Gott sei Dank ist der Rest auch bad, dann ist es weniger peinlich. Messern ist wahrscheinlich eine gute Option. Oh mein Gott, er messert fast beide. Short. Oh ne, nicht short. Oh mein Gott. Terrible. Ja, hittet euch noch ein bisschen gegenseitig, das ist richtig smart. So, wofür gehen wir denn jetzt? Komm, wir gehen dafür. Ich will jemand rauslaufen. Heute sogar. Du cut us down. Ich hätte es wissen müssen, ne? Ich meine, der ist cut us unten reingegangen. Ich dachte, einer von uns wäre B gegangen, aber der war ja AFK. Jetzt ist unsere Bombe auch noch down. So eine Scheiße. Ich sollte auch nicht Scout gehen. So, die Hits mache ich einfach noch nicht. Und die Waffe ist gerade gegen Leute, die nur Piste gehen, habe ich dann ja schon Probleme. Netterweise kommen die Gegner natürlich auch raus. Oh Gott. Halb. Sie haben so alle gar keine Minimap. Uff. Ja, wieder ein Nistar hat einfach eine P90 irgendwo bekommen oder hat er den so gekillt, der dann Katas war? Ich weiß es nicht. Rush B, don't stop. Rush B. Rush B. Ich nehme einfach nur eine Kevlar mit. Irgendwer wird eh vor mir sterben. Don't stop, okay. I will flash. Okay. B. Come B. Yes, of course. So sweet. Es wird keiner reinlaufen, by the way. Rush. Ja, keiner will rushen. Rush, Tim! What are you doing? Unangenehm. Oh no.
Es wird A. Es wird ein Glock Solo Show A. Easiest round of my life. Meine Maus Sensibilität ist zu gering für so 360s. So. Ha, ja, der eine ist da hochgehoppelt, ne? Aber ich wollte nicht schießen, weil ich dachte, ich gebe mal Position frei. Aber derjenige wusste eh, dass ich da war. Ja, war natürlich doof, ne? Hätte ich den einen da noch mitgenommen, wäre es fein gewesen. Ihr habt trotzdem zumindest ja noch die Bombe gelegt. Das war ganz fein. AK it is. Ich meine, eine vernünftige Waffe. Ja, die Gegner haben eine Arbe. Also, wir können nicht B gehen, weil keiner von uns wird rushen. Ich werde auch nicht mit der Glock zuerst reinrennen. Aber ich würde auch sonst nicht zuerst reinrennen. Das ist ein bisschen das Grundproblem. Es brennt. Kommt alle aus dem Haus. Ja, da geht man doch nicht mehr long, ne? Weil die 5 Sekunden, die kann man nicht warten. Ich fette die Rush dann raus. Er war schon raus, er war wahrscheinlich T-Spawn, ne? Ich meine, dass ich da überhaupt dahin renne, ist auch ein bisschen weird. Wir fighten gerade auf dem B-Spot. Nice. Da unten, CT. One shot, one CT. One shot. One middle. Yeah. Sollte er nicht mehr schaffen, ne? Nee. Alter. Ja, da war die gestörte Kindheit. 22 zu 13. Ist okay. Ich muss sagen, ich hab nicht viel gerissen jetzt in letzter Zeit, ne? Ich meine, ich bin immer noch einer der Besseren auf dem Server hier. Fast der Beste sogar. Und der Beste aus meinem Team auf jeden Fall, aber das soll ich machen. Ich werde quasi solo B gehen und denjenigen, der rauspusht, killen, weil die pushen immer raus. Das sind ja kleine Animals. Die können nicht auf dem Spot bleiben. Das ist gegen die Regeln des CS in Silber. Gib ihnen einfach ein bisschen Zeit. Komm! Please, komm! Mont Blanc. Nice. Very nice. Alter, kann er sein Mikro in Ruhe lassen? Er rauscht so hart. Stop your mic. Alter, ich höre nichts. Shift. Nice. Alter, der Typ. Wie kann ich denn muten? Es muss ja muten geben, ne? Wenn es Voice Chat gibt, gibt es auf jeden Fall auch muten. Da ist tatsächlich mal keiner rausgepusht. Aber ich glaube, jetzt wird einer rauspushen. Okay, wie viele Arbis kaufen wir jetzt? 10? Oh mein Gott, wir haben nur eine Arbis. 10. Start pressing off mic, please. No one can hear anything. Drop Bomb. Warum sollte er die Bombe droppen? Ach, weil er die Arbe hat. Ist aber smart, was er sagt. Ich gehe Lower Cutters, Mitte durch, kill den Typen. Easy life. Oh no. Verdammt. Das üben wir nochmal.
Gott! Okay, okay, okay. Die Flash war richtig terrible. Das habe ich noch überhaupt nicht raus. So, wie viele aber haben wir? Einer. Darf ich auch noch eine spielen? Wir haben eigentlich genug Geld, ne? Das diesmal ist jemand B rausgepusht und hat einen Kill geholt. Noch ist auch keiner gekickt worden. Das ist relativ neu. Ich würde das nochmal machen mit Mitte rauspushen. Fragezeichen hat mir geholfen. Shit. Alter, lass mich raus! Ich will nicht mehr. AFK wurde ich schon mal mitgebaitet. Sollte ich nochmal passieren? Yes, yes, of course. Yes, yes, of course, klingt wie so ein Bot. Wir haben den vierten MVP-Stern, yay! Bitte hitte mich nicht, dann bin ich nämlich tot. Ich hab die Bombe. Oh mein Gott, diese Verantwortung. Go short now, short please. Okay. Na gut, da läuft ihr mir eine Piste zu Füßen. Die sieht auch gut aus. Oh, das ist Zeus. Ja, kann ich garantiert mit umgehen. So, was wir jetzt machen, ist Next Level, ne? Wir schmeißen eine Flash hier, damit sie denken, oh mein Gott, das ist lang. Er steht leider Mitte, der kann uns alle killen. Das macht er natürlich nicht, weil er ist freundlich. Da wäre einfach eine Flash. Da warten wir aufs Team. Da habe ich keine Flash mehr. Okay, interessante Flash. Er hat sich selbst geflasht, natürlich. Das garantiert links um die Ecke. Quick Flick, Kill. Da plante ich doch fix. Dann kill ich die ganze bei Short. Kleines Problem. Ich hab nicht richtig. Wo guckt der hin? Tube Short. Ich hol mir den. Mich da nicht. Es geht auf B. Nice. Er ist in den Cutters. Ah. Natürlich. Jetzt habe ich meine Ave. Die sieht sogar recht schick aus. Das da auf was. Wenn ich schon keine Skins habe, kann ich mir sie wenigstens ergaunern. Wir sterben relativ selten, solange wir Runden gewinnen. Wir kriegen allerdings unsere 30er Round hier irgendwie nicht vernünftig hin. Come on. No 1B. 1B. What? Oh mein Gott. Er hat einfach eine Scout und er macht mich, weil ich so bad mit der AWP bin. Vielleicht sollte ich sie einfach nicht nehmen. Aber ich meine, sie war for free und ist ein geschenkten Gaul. Sorry. Hat er nicht gesehen? Hat er nicht gesehen. Ei, das ist natürlich gar nichts. Ei, 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 ja, ich darf nicht auf die AWP gehen. Ich bin so bad damit. Holy shit. Ich wusste ganz genau, was passiert. Batz daneben. Und dann pieke ich sogar nochmal und schieße nicht mal instant, weil ich so Schiss habe, daneben zu schießen. Drop me. Ach, komm hier, whatever. Please drop. I did. Please drop. I did drop you. Okay, komm. Round 2. Thanks. Only 1B, go B. Oh. Ach, gut, okay. Go B. Okay. Na gut. Wenn die sich so aufreuen. Wo ist unsere Bombe? In der Corner. Alter.
Ja, ich hätte einfach durch die Wand durchballern sollen mit der Waffe hier. Mit der funktioniert's, ne? Scar ist auf jeden Fall volles Abenteuer für uns. Da können wir einfach schießen. Und wenn wir schießen, dann, ne? Wenn wir ganz oft die Schocks haben, dann funktioniert das auch. Glaube ich wirklich so mit dem Low Elo wahrscheinlich mit die beste Waffe. Wenn wir noch ein K machen, könnten wir Topscorer werden. Punkte Gleichstand aktuell. Wie ist denn das passiert? Okay. Durch 10 Anläufe haben wir es geschafft. There we go, boys! Bester Spieler, App geht just Johnny. 31-14 ist in Ordnung, 70 Punkte. Topscorer! Ne, Oberstabsfeldwebel, Rang 18. Ja, wenn ihr mir CSGO. Okay, fuck your moms. Das ist wahrscheinlich nicht so smart zu schreiben. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Johnny, und schreibt mir gerne, ob ihr mehr CSGO sehen wollt.